Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Die letzte Dreier-Quest steht ins Haus. So, ich habe mal nach den Mods geschaut. Das einzige, wo wir den Bauplan schon für haben, ist die Brennstoffsparer-Mod. Dafür brauche ich aber 4 Säure, haben wir nur noch eine. Und für die anderen beiden, also den Reservetank und den Superlader, da fehlt uns noch der Bauplan. Na gut, so, hier dürfte... Genau, der ist soweit ausgeräumt. Ich habe den Rest zum Verkaufen einstecken. Dann gucken wir mal, was er für uns hat, was wir ihm abknüpfen können. Dann werden wir gleich den Stahlspeer einmal reparieren. Howdy, how are you today? Bestens. Zumindest ist noch. Ich würde sagen, ich nehme den Stahl. Danke sehr. So, bin ich gespannt, ob die Speere heute nimmt. Ja, dieses Bergarbeiter-Outfit, das hatten wir inzwischen schon als Vierer gefunden. Deswegen habe ich den Zweier jetzt verkauft. So, 19.000. Können gucken mal, was er hier so im Angebot hat. Was soll das kosten? Ja, komm her, das kostet ja nichts. Das kostet ja nicht wie ein Dreier-Schlagschrauber. Bis 7.000. Nee, das ist mir noch nicht wert. War das ein Schalldämpfer? Nein. Schalldämpfer oder der Bauplan? Das würde mich noch interessieren. Scheint er aber nicht zu haben. Da ist nochmal geschmiedeter Stahl. Nee, Eisen haben wir gekauft und das war eine Belohnung. Die Vierer Magnum ist mir auch zu teuer. Ein Zweier Stahlspeer. Ja, auf kurz oder lang werden wir da rankommen. Ein Vierer Stahlknüppel. Ich bin ja kein Freund vom Kaufen, ne? Die Rüstungsteile, die würde ich vielleicht im Eimer kaufen. Da wir zur Aufwertung und zwar, wir haben ja jetzt noch die Zweier Räuber Rüstung an. Für die Vierer, die wir aktuell können, brauche ich je Teil 4 von diesen Rüstungspaketen. Also nicht unbedingt günstig. Nee, das sind schon die Sachen, die wir ihm vertickt haben. Dann zeige ich mir jetzt nochmal die Aufgaben. Befallene beseitigen wäre nah dran, habe ich aber... Nee, das können wir, wenn wir durch sind. Dann können wir von mir aus jede Stufe auch nochmal eine Befallene machen. Das ist mir jetzt, das ist mir too much. 1,3 Nordost oder 1,4 Nordost oder 1,5 Nord. Das kürzeste wäre das hier. Junk Will Saloon. Kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor. Bottomless Barrel Buffet. Kenne ich auch. Aber ich weiß halt nicht mehr, diese Staffel schon oder letzte Staffel. Was war das dritte? Beide Banken. Komm, wir nehmen den. Schauen wir mal, was genau das war. Einmal auf der Map. Okay, das ist auch da hinten. Und das andere wäre dann... Waren wir da vorher noch gar nicht? Ich bin irritiert. So, was möchte Madame von mir? Ich frage sie mal. War offensichtlich nicht so wichtig. Ja, doch noch was. Nee, du musst hier durchlaufen. Ja, genau. Dann so theatralisch fallen. Gut, auf jeder hat 1,3 Kilometer. Ich würde sagen, bis gleich. Gut, da wären wir angekommen. Ich bin mir, wie gesagt, kein Stück sicher, ob wir das in dieser Staffel schon gemacht haben. Aber es ist ja ein recht spannendes.
So, ich habe hier mal einen angepiekst. Der eben auf uns aufmerksam wurde. Als wir hier vorbeigefahren sind, beziehungsweise ich. Ja, und irgendwo lag hier auch gerade noch eine Madame. Gut, dann, wenn ich mich nicht verluschert habe, müsste das die letzte sein. Genau, 57 von 60. Wir haben allerdings einen weiteren Skillpunkt und ich wollte die tiefen Wunden ja noch erhöhen. So, lass deine Freunde ein bisschen richtigen Messer, Junge. Klingenwaffen verursachen 20% mehr Schaden. Füge einem Feind bis zu 4 blutende Wunden zu und ein kräftiger Angriff fügt 3 zu. Ausdauerkosten 15% verringert, kräftige Angriffe 30% verringert, findet mehr Klingenwaffen und Teile in der Beute. Geht, machen wir. Dann habe ich hier lange nicht mehr reingeluschert. Da haben wir Bruchsand, 1000 XP. Und hier haben wir Aloe gesammelt, 2000 XP. Ja, nehmen wir doch auch dankend alles zur Kenntnis. Dann sehe ich 3 lootbare Fahrzeuge, obwohl die Trucks gibt es, glaube ich, nur als lootbar. Jetzt wird das hier schon wieder so dunkel. Fahrzeuge. Ja, das war besonders wichtig. So, Reparkit. Speerjäger waren 3. Speere haben eine Chance von 25% Blutdruckschaden zu verursachen. Ja, genial. Nehme ich. So. Das zum Thema Doppelloot. Aber wie gesagt, es ist ja möglich, dass die Fahrzeuge gleich den Verschwindibus machen. So, das kann weg. Ja, unterwegs eine Schlange. Daher das Fleisch und Zubehör. So, dann wollte ich den noch einmal repariert wissen. Und dann können wir uns reinmachen, wenn ich ihn jetzt nicht gescrapped habe. Nee, aber ich habe vorher das Messing gescrapped. Dann schmeißen wir das hier noch ins Moped. So, habe ich schon angenommen? Nein. So, Looper, Looper, Looper. Okay, dann ist das so. Speerjägerband 4. Nutze alles, was du gelernt hast und entfessle einen tödlich kräftigen Angriff. Niedergeschlagene Gegner erleiden 50% mehr Schaden durch kräftige Angriffe. Gut, die verwende ich ja überwiegend sowieso nur. Oh, mit Samen sind wir auch durch, alles klar. Gut, nichtsdestotrotz, an der Vorgehensweise würde ich erstmal nichts großartig ändern wollen. Warum ist da ein Punkt? Ich sehe niemanden. Sind die auf dem Dach? Werden wahrscheinlich gleich aus der Decke fallen. Hä? Jetzt. Mutti! So. Die niedlichen beiden Punkte weg. Wo, wann, warum? Ach, du ahnst es nicht. Den Einblick, den wollte ich jetzt gerade gar nicht haben. Den auch nicht.
Natürlich. Es läuft schon langsam ein bisschen angenehmer. Den nehme ich, danke. Alter, ist hier Mutti-Shop oder was? Entriegelt. Okay. So weit, so interessant. Das schreit aber schon wieder nach Decke. Ruhe. Nee. Okay. Der Hof. Ich erinnere mich nicht mehr zu 100%. Jetzt schon. Steh mal auf, du, die haben dich eh schon gehört. Das ist hier die Schlange da unten, ich glaube das auch. Ich wollte gerade sagen, nur 600, das kann sie nicht gewesen sein. So, waren oben keine Zombies drin? Schon. Das war offensichtlich der eine Punkt noch. Zu, dann können wir in Ruhe looten. Oh, viel hat das hier auch nicht. Was haben wir hier? Hühnersuppe, danke. Ja, sehr schön. Ein bisschen Stoff. So, mal kurz ins Geierparadies. Eine Tasche gibt's hier. Ist das schon auf? Eine einer Pistole, jawohl. So, lasset uns. Ich glaube, die scrap ich für Handfeuerwaffenteile. Du musst nicht dazu. So, wie machen wir es am sinnbefreitesten? Hier habe ich eine Klappe drin, ne? Ja.
Jawohl, die vom Endloot, die trigger ich, glaube ich, erst, wenn ich das Tor öffne. Genau, mit dem Schalter öffne ich das Tor und da drin ist dann die Hölle los. Da hinten, glaube ich, ist noch eine Schlange. Ja, und das ganze Gebäude müssen wir auch noch leer machen. Gelber. Hat gereicht, sehr schön. Sie ist auch gelb. Genau, jetzt bricht da hinten erstmal die Hölle los. Das heißt, die geben mir guten Zugang. Nicht mit dem Halloween Weg. So komm, schlag nur einmal drauf, dann sei weg. Hey. Du bist auch nicht dazu, geh wo du wohnst. Alter, das Auto hier, das nervt. Sonst muss ich sie unnötig in die Länge ziehen. So, da haben wir den Hauptloot. Aber den habe ich bis heute nicht verstanden. Hier ist ja auch noch ein bisschen was los. Korb. Gelber Spinner. Und der war gut. Gut. Das war unten. Der Zwischenebene ist, glaube ich, niemand. Das muss mir auch nochmal einer erklären, denn da warte ich hier normalerweise noch mindestens einen Erste-Hilfe-Kasten, aber. Nein, vergiss es. Vergiss es. So, war hier jemand? Offensichtlich nicht. Isolierungsmod-Bauplan nehmen wir. So, und hier war eben noch ein Buch. Schrotflinten-Messias. Lerne deine Schrotflinte richtig zu reinigen und warten. Schrotflinten nutzen sich 20% langsamer. Schick. So, war das eine gute Idee? Offensichtlich. Na, Rinsemmel. Danke.
Hätte mir das Messer schon gereicht? Treffer. So, wir sind immer noch in der Wüste, also nehmen wir einen Verband. Ach Gott. Zwei. Warum denn zwei? Was geht los? Zurück zum Händler. Ja, hervorragend. So, was Interessantes hier. Das ist ja mal eine interessante Toilette hier. Inventar? Nein, das sollte passen. Dietrich hier ein, okay. Zweimal Erntewerkzeuge, hier war einmal Medizin dazwischen gerutscht. Speere, sehr schön, Munition. Und, geil. Ein Turret. Mal fallen. Entschuldigung. Gut, dann, ja, das Übliche. Bis gleich. Im Salabim, aus einer Kiste werde ein Waffenschrank. Ja, ich habe hier ein bisschen Aufmerksamkeit erregt, aber hilft ja nichts. Was haben wir hier? Der große Kuh. Die beste Beute wird in der Regel automatisierten Verteidigungssystemen wie Bewegungssensoren, automatischen Geschütztürmen bewacht. Bewegungserkennende Geräte nehmen dich 3 Sekunden lang nicht wahr, wenn du schleichst. Klingen, 3 Mollys. Komm ich bei dir jetzt sowieso vorbei? Ja. Dann klopp du da mal weiter. Ich komme mal eben in die Runde. So, hier könnten auch noch Zeitschriften drin sein. Ja. Aber nur gelesene Post. So, Mademoiselle. Was geht? Gut, das war tipptopp. Dann natürlich die Kiste auch noch looten hier. Benzin. Achso, Moment, wir müssen da auch noch hoch. Ja, müssen ist relativ, aber. So, nee, ist ja auch nicht. So, das war einmal Arbeitsstation, wenn ich das richtig gesehen habe. Ein Landwirt-Outfit 1. Okay, wir gehen ein bisschen. Wir gehen ein bisschen ausräumen. Ja, dann werden wir allen Anschein nach in der nächsten Folge schon wieder umziehen.
da uns Bob jetzt ja wahrscheinlich zu You in den Schnee schicken wird. Ja. Finde ich deutlich angenehmer als Jen, die uns einfach mal eben so in die Wüste schickt. Zwinker, zwinker. So, hatten wir dich schon? Also nach der Aktivierung? Danke sehr. Und das ist doch noch eine Bogenmod hier, oder bin ich durcheinander? Ja. Genau. Sehr schön. So, was nehmen wir jetzt noch mit? Ich wollte hier noch aufs Dach, wo ich nicht 100% sicher weiß, ob sich das lohnt. Ja, für einmal Gammelfleisch, alles klar. Und Sprit hier lohnt sich natürlich immer. Eine Pinsel. Naja. Lass ihn machen. Du hast schon wieder Hunger. Das ist unglaublich. So, mal einen Tag ohne was auskommen hier. Ich nix. Nö. Moment, hatten wir die? Wenn wenigstens Wasser drin wäre. Eins nehme ich mit, das Glas nehme ich mit, den haben wir gemacht, den Mülleimer habe ich gemacht. Genau, hier waren noch ein paar Bücher. Einmal Rüstung, einmal Reparatur. Einmal Speere. Technikfähigband 2. Bewahre deine Roboter davor, auf der Müllkippe zu landen. Roboter und Schockstäbe nutzen sich 20% langsamer ab. Hervorragend. Irgendeiner rutscht mir mal dazwischen. Gut. Dann würde ich sagen... Den LKW müssen wir noch. Hechel, hechel, hetz, hetz. Und den Einkaufswagen, der ist auch wieder gefüllt, okay. Einmal den Spritz da rein. Einmal stacken, wenn möglich. Bist du der, den ich vorhin schon verletzt hatte? Nehme mit.
So, und abgeben tun wir auf jeden Fall noch. Also bis gleich. So, Stufe 3 dürfte sich hiermit verabschiedet haben. Wasserreinigungsmodell haben wir. Rohrbombe oder Dietriche? Ich nehme mal die Rohrbomben. Finde ich jetzt zwar nicht so eine berauschende Belohnung, aber hilft da nichts. Motorradteile-Paket. Oder ein Messbecher. Wobei, in der Hauptbase haben wir einen Messbecher. Ich nehme mal das Motorradteile-Paket. Mal gucken, was da drin ist. So, erstmal Inventar. So, da wird nichts Neues dazugekommen sein. Dann gib mir, genau, besondere Aufträge. Händlerroute öffnen 3,4 Kilometer Ost. Trader Yu. Ja, jetzt wird's frostig. Was wollte ich jetzt hier noch? Gar nichts. So, dann schauen wir hier noch kurz rein. Es ist immerhin das Fahrwerk drin. Dreimal Fahrzeuge. Was haben wir hier noch? Eine Batterie. Und zwei Räder, das ist schon mal gut. Weil da habe ich mich ja tot mit gesucht. Gut, dann für heute und für diese Aufnahmesession Feierabend. Morgen selbstverständlich erste Folge einer neuen Aufnahmesession. Dann Umzug in zu You. Ja, wie immer, recht herzlichen Dank für euer Interesse. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr morgen auch wieder dabei seid. Bis dahin.